aus, der Trampolinpark im Allgäu. Und grenzenloser Spaß für die Kleinen im Lina Launeland. Die Indoor-Spiel- und Erlebniswelt im neuen Sportpark Waltenhofen. Einen guten Abend am Mittwoch und willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten. Massive Stellenstreichungen in Lindenberg. In den nächsten Tagen erhalten über 120 Angestellte der Rotkreuz-Klinik ihre Kündigung. Die Gründe für die wenig weihnachtliche Entscheidung und wie es dort weitergeht, erfahren Sie hier und heute in der Sendung. Und außerdem haben wir noch das hier für Sie vorbereitet. Wintertourismus in Zeiten des Klimawandels. Wie sinnvoll ist das noch? Mehr Aufmerksamkeit durch die Weltmeisterschaft zu Besuch bei den Memminger Handballfrauen und Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder. Die Aktion Geschenk mit Herz startet wieder. Und das Winterwetter morgen mit viel Schnee, aber auch stellenweise Regen. Langlauf, Schneeschuhwandern oder auf den Skiern die Piste runter. Die Möglichkeiten, auch im Winter die Natur zu genießen, sind gerade hier im Allgäu vielseitig. Das sehen auch die vielen Touristen so, die jedes Jahr in die Allgäuer Bergregion kommen und hier Skiurlaub machen. Doch in Zeiten des Klimawandels stellen sich die Fragen, wie lange wird oder kann das noch gehen und lässt sich der Wintertourismus überhaupt nachhaltig gestalten? Tobias Krüger und Letizia Weyele waren unterwegs und haben nach Antworten gesucht. Der Winter im Allgäu. Die Jahreszeit, die viele Einheimische am liebsten in der eigenen Region verbringen. Aber auch viele Touristen schätzen die Möglichkeit, ein paar Tage in der verschneiten Allgäuer Natur zu genießen. Doch wie lange ist das noch möglich? Der Klimawandel macht sich auch bei uns bemerkbar. Immer weniger natürlicher Schnee für die Skipisten ist die Folge. Und somit werden diese auch immer künstlicher. Wir erleben einfach, dass von Jahr zu Jahr, um Skifahrbetrieb noch aufrechterhalten zu können, die Eingriffe in die Natur immer größer werden. Also man muss immer mehr Schneekanonen bauen. Das bedingt immer größere Speicherbecken im Berg drin. Damit steigt auch der Energie- und Wasserverbrauch. Wie lange das noch so durchhaltbar ist und ob man da diese Eingriffe noch toleriert, um jetzt noch ein paar Jahre Skifahren zu können, das ist wirklich die Frage. Dabei gilt das Allgäu als eine der wenigen Regionen in Deutschland, die einen Zugang zu den Alpen hat. Der Geschäftsführer der Allgäu GmbH, Bernhard Joachim, sieht genau das als eine große Chance für die Region. Er möchte sowohl Einheimischen als auch Touristen Wintererlebnisse ermöglichen. Um das zu erreichen, wurde der sogenannte 10-Punkte-Plan erstellt. Als Haltung des Allgäus, wie wir unter den jetzigen Bedingungen, Klimawandel, aber auch Energie etc., den Winter sehen. Wir haben das breit abgestimmt, breit diskutiert im Vorfeld mit der Politik, mit den Stakeholdern, sprich Beherbergungswirtschaft, mit der Bergbahnwirtschaft, mit der Hotellerie, mit dem öffentlichen Tourismus und haben dort eben jetzt eine gemeinsame Haltung, ein gemeinsames Statement erarbeitet, dass, wie wir den Winter sehen. Und den sieht man auch noch in 20 bis 25 Jahren. Denn so lange soll ein Alpinskibetrieb im Allgäu noch mindestens möglich sein. Der 10-Punkte-Plan ist darauf ausgelegt, dass das Allgäu ein Reiseziel mit zwei starken Saisonen bleibt. Tagesanfahrten von Touristen und eine technische Beschneiung gehen damit einher. Aber zählt der Wintersport dadurch nicht auch als Mitverursacher des Klimawandels? Also da muss man einfach widersprechen. Der Wintersport ist eines der ersten Opfer und dann versucht man eben technisch auch dort mit regenerativen Energien die Freude für die Praktizierenden oder für die sporttreibenden Skifahrer hier noch möglichst lange zu erhalten. Die Pisten müssten eben auf das Thema Klima angepasst werden. Demgegenüber wünscht sich Thomas Frey vor allem eine Anpassung der Wintersportler.
Das muss nicht unbedingt Infrastruktur-Skifahren sein. Man kann genauso auch Winterwandern, Hüttenwandern gehen. Man kann, wenn ein Schnee liegt, natürlich Langlaufen gehen, Schlittenfahren gehen, auch Skifahren gehen, Skitouren gehen. Aber ich glaube, man muss also mit im Klima, mit dem Wetter gehen und darf sich nicht da dagegen stemmen. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse Anpassung unserer Urlauber gefordert. Also man kann halt einfach die Schneesicherheit nicht mehr immer garantieren. Und das muss man einfach anerkennen. Wie es mit dem Wintertourismus im Allgäu weitergehen soll, bleibt also umstritten. Doch auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, haben viele doch den gleichen Wunsch, dass das Allgäu eine Region bleibt, wo man den Winter auch in Zukunft gerne verbringt. Ja, Zukunft, das ist ein Wort, das auch in Lindenberg gerade einen ganz besonderen Klang hat, zumindest bei allen, die da im Krankenhaus arbeiten. Die Entlassungswelle in der Rotkreuzklinik und weitere Nachrichten des Tages gleich in Kompakt. Hört rein beim Ehrenamtssonntag auf RSA. Präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Jeden Sonntag immer von 12 bis 14 Uhr und in voller Länge nachzuhören als Podcast unter rsa-radio.de. Alles muss ständig irgendwo hin. Überall. Tag und Nacht. Unser Job ist es, Dinge von A nach B zu transportieren. Michels medizinischer Bluttransport. Zuverlässig und termingerecht. Und das erfolgreich seit 10 Jahren. Es geht wieder los. Beim Geldregen der Allgäuer Zeitung gibt es Weihnachtsgeld zu gewinnen. Täglich warten 144 Geldpakete im Gesamtwert von 80.000 Euro auf Sie. Am Superdonnerstag liegt die Gewinnsumme sogar bei 120.000 Euro und am Wochenende bei stolzen 160.000 Euro. Einfach Frage beantworten, Geldpaket wählen, anrufen und mit etwas Glück gewinnen. Alle Infos gibt's wieder täglich in Ihrer AZ. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Früher konnte ich Fernsehen nur im Wohnzimmer. Was für ein Quatsch. Aber seitdem ich waipu.tv habe, kann ich überall Fernsehen schauen. Überall, wo mein WLAN ist. Mach's wie Dieter. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Im App Store oder auf waipu.tv. Waipu.tv. Fernsehen wie noch nie. Wie weit geht eigentlich mein WLAN? Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler-Teppiche. Natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Okay, Foto machen, posten, Hashtags vegan, glutenfrei und Burgis. Und dann hau rein, bevor wir kalt sind! Gefällt mir. Probier die Knödelinos von Burgis. Weil's gut ist. Beim Memminger Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz in Memmingen erwarten Sie zahlreiche Stände voller Geschenkartikel, kulinarische Leckereien und stimmungsvolle weihnachtliche Klänge. Der Christkindlesmarkt hat Montag bis Donnerstag von 11 bis 20, freitags und Samstag von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Und jetzt kompakt mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Und wir starten in Lindenberg. Schon länger kriselt es an der dortigen Klinik. Jetzt ziehen die Betreiber Konsequenzen. Es werden massiv Stellen gestrichen. Zahlreiche Entlassungen. Die Lindenberger Rotkreuzklinik muss massiv Stellen streichen. Wie die Allgäuer Zeitung berichtet, werden über 120 der über 370 Beschäftigten in den nächsten Tagen eine Kündigung erhalten. Schon seit mehreren Monaten läuft für das Haus ein Insolvenzverfahren. Bereits beim Besuch von Allgäu TV im September waren die Ursachen der finanziellen Probleme klar ersichtlich. Ja, wir in Lindenberg haben das Problem, was 85% aller Kliniken in ganz Deutschland haben, dass einfach die Kostensteigerungen durch natürlich die Inflation, die Energiekrise, aber natürlich auch durch viele andere Faktoren, wir nicht mehr kostendeckend arbeiten können und einfach die Erlöse entsprechend nicht den Ausgaben sind.
Auch die geplante Krankenhausreform mache dem Haus zu schaffen. Viele der Beschäftigten, die ihren Job in Lindenberg verlieren, könnten auf eine Stelle in der Wangener Oberschwabenklinik hoffen. In Zukunft soll die Rotkreuzklinik dann keine Intensivstation, keine Urologie und keine HNO-Abteilung mehr haben. Eine Überwachungsstation soll die Intensivstation zumindest teilweise ersetzen. Komplexere Fälle müssten jedoch an andere Kliniken verlegt werden. Trotz allem sei die Klinik auch nach der Umstrukturierung noch nicht in der Lage, schwarze Zahlen zu schreiben. Das Bayerische Rote Kreuz müsse als Trägerin der Klinik jährlich noch immer mit einem Millionenbetrag unterstützen. Einem Ehepaar wird am Memminger Landgericht jetzt der Prozess gemacht. Sie sollen im April einen 70-Jährigen und eine 55-Jährige im Schlaf überrascht und getötet haben. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen heimtückischen Mord aus Habgier. Die beiden sollen den Plan gehabt haben, sich am Erbe des getöteten 70-Jährigen zu bereichern. Er war der Vater eines des Angeklagten. Ein dritter Angeklagter soll von der Tat gewusst und den beiden ein Alibi verschafft haben. Wann der Prozess startet, hat das Landgericht noch nicht bekannt gegeben. Ja, und wir bleiben bei Gericht, wechseln aber die Stadt. Beim Prozessauftakt in Nürnberg am Montag hatte das Auftreten des angeklagten Seeger Bürgermeisters Markus Berchtold vor allem aus einem Grund für mächtig Aufsehen gesorgt. Diskussionen um Fußfesseln. Vergangenen Montag betritt der wegen Betrugs angeklagte Seeger Bürgermeister Markus Berchtold den Gerichtssaal am Landgericht Nürnberg führt. Ein Detail, welches für viel Verwunderung sorgt, obwohl er nicht wegen eines Gewaltverbrechens angeklagt ist, wird er in Fußfesseln in den Saal geführt. Gegenüber der Allgäuer Zeitung gibt die Leiterin der Pressestelle Tina Hase dazu folgendes Statement. Im Januar ist im Amtsgericht Regensburg ein Angeklagter, der 2013 wegen Mordes verurteilt worden war und wegen neuer Tatvorwürfe vor Gericht stand, geflohen. Kurze Zeit später gab es einen ähnlichen Vorfall in Coburg. Daraufhin hat der bayerische Justizminister Georg Eisenreich die Gerichte im Freistaat gebeten, die Sicherheitskonzepte zu überprüfen. Seitdem werden bei Prozessen hier am Landgericht Nürnberg führt, aber auch am Amtsgericht Nürnberg bei der Vorführung der Angeklagten aus der Untersuchungshaft mindestens die Fußfesseln eingesetzt. Weitere Möglichkeiten sind dann noch zusätzliche Handfesseln mit oder ohne Befestigung an einem Hüftgürtel. Ein Zeichen wolle man mit diesem Vorgehen nicht setzen, man mache keinen Unterschied zwischen Mann oder Frau, Bandenmitglied oder Unternehmer. Grundsätzlich liege die Einschätzung bezüglich der Fluchtgefahr bei der zuständigen JVA, es sei aber davon auszugehen, dass Berchtold auch bei den kommenden Gerichtsterminen mit Fußfesseln vorgeführt werde. Alles neu, alles besser. In etwa so stellt sich das Landratsamt Lindau das neue Busnetz im Landkreis vor. 27 neue barrierefreie Busse sollen 15 Haupt- und 15 Nebenlinien bedienen. Infobildschirme, Klimaanlagen, USB-Ladebuchsen, kostenloses Internet. Der Landkreis gibt sich Mühe, das Busfahren attraktiv zu machen. Über 8 Millionen Euro haben die Verkehrsunternehmen in die neuen Fahrzeuge investiert. Hoffen wir, dass sie in Zeiten von Personalmangel dann nicht im Betriebshof stehen bleiben müssen. Ja, und vom Bus jetzt ins Auto. Das Start-up-Unternehmen Numbert aus Kempten ist aktuell in aller Munde und zieht einen Deal nach dem anderen an Land. Auch mit einem Krankenhausriesen sollen jetzt Verträge abgeschlossen werden. Weiterer Erfolg für Numbert. Das Kemptener Start-up-Unternehmen Numbert konnte einen weiteren namhaften Kunden gewinnen. Laut einer aktuellen Pressemitteilung will der Klinikriese Sana mit Numbert eine E-Ladeinfrastruktur errichten. In einem ersten Schritt seien 4 Ladesäulen an jeweils 2 Standorten geplant. Bis Ende 2024 will Sana dann flächendeckend mehr als 40 Klinikstandorte mit den Ladesäulen von Numbert ausstatten. Die Numbert-Ladesäulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie an das herkömmliche Hausstromnetz angeschlossen werden können und somit weitreichende Bauarbeiten wegfallen. Auch agieren die Säulen nicht nur als Ladepunkt für E-Autos, sondern ebenso als Energiespeicher für angeschlossene Gebäude. Diese können von den Säulen in energieintensiven Zeiten unterstützt werden. Ja, was waren das für verrückte Wettertage? Regen, Schnee, gefrierende Nässe und so mancher wird fluchend mit der Schneeschaufel in der Einfahrt gestanden haben.
Der besonders schwere Schnee hat auch die Räumdienste vor Herausforderungen gestellt. Die Entschädigung, die gab es heute, zumindest mancherorts wie hier am Riedbergpass. Da gibt's wintersatt, die Berge haben heute Bilderbuch Allgäu-Stimmung vermittelt. Die Aufnahmen sind bei den Dreharbeiten zu unserer neuen Ausgabe von Land und Leute entstanden. Diese spielt diesmal in den Hörnerdörfern und wir freuen uns schon auf das komplette Magazin. Ja, und wie es mit dem Wetter weitergeht, schauen wir uns jetzt mal an. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zwei-Länder-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht wird es teils bewölkt, teils klar. Die Werte liegen überall unter 0 Grad. Sie liegen genauer zwischen minus 4 und minus 2 Grad. Morgen Vormittag ist wieder mit Schneefällen zu rechnen. Immer wieder kommt zwischendurch aber auch die Sonne raus. Die Werte erreichen nicht mehr als 1 Grad. Am Nachmittag zieht es zu. Flächendeckend kommt es jetzt zu Schneefällen oder Regen. Bei Werten zwischen 0 und 3 Grad besteht erneut Gefahr von gefrierender Nässe. Auf den Straßen ist also Vorsicht geboten. Auch in den Bergen teils Schnee, teils Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 Grad auf dem Nebelhorn und 2 Grad in Ofterschwang-Gunzesried und auf dem Gründen. Noch immer weht ein deutlich spürbarer Wind. Die kommenden Tage wird es zunehmend kälter, aber auch sonniger. Am Freitag noch dichte Bewölkung und Regenfälle bei maximal 3 Grad. Am Samstag zeigt sich gelegentlich die Sonne, immer wieder kann aber auch Schnee dabei sein. Die Werte erreichen maximal minus 2 Grad. Am Sonntag erwartet uns dann ein schöner, aber auch sehr kalter Wintersonnentag. Nachts liegen die Minusgrade im zweistelligen Bereich, auch tagsüber bleiben die Werte unter 0. Wolken sind dafür nicht in Sicht. Vor wenigen Minuten hat das Eröffnungsspiel der Handballweltmeisterschaft der Damen in Dänemark, Norwegen und Schweden begonnen. Morgen startet dann die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier. Und der letzte große WM-Erfolg der Frauen liegt schon einige Jahre zurück. 1993 war das, als sie Dänemark knapp im Finale schlagen konnten. Die Hoffnungen auf den nächsten Titel sind also groß. Hoffnung gibt es auch bei den Spielerinnen, die nicht an der WM teilnehmen, die keine Profis sind, nämlich die Hoffnung auf mehr Aufmerksamkeit und Gleichberechtigung im Frauenhandball. Marisa Männer hat sich in Memmingen umgehört, was die WM für die Spielerinnen bedeutet. Hier kommt es wortwörtlich Schlag auf Schlag. Torhüterin Mona Galm muss blitzschnell reagieren, um die Bälle ihrer Mannschaftskolleginnen abwehren zu können. Sie spielt in der Handball-Damenmannschaft des TV Memmingen. Alle hier sind gespannt auf den morgigen Tag. Da hat die deutsche Frauennationalmannschaft ihr erstes Spiel der diesjährigen WM. Ein großes Event, doch das sorgt bei manchen der Spielerinnen auch für Ärger. Die Damen-WM wird über Streamingdienste, also Sportdeutschland TV, da übertragen. Du musst 15 Euro für zahlen, wenn du das sehen willst. Und die Herren werden im ZDF und ARD übertragen. Das finde ich einfach eine Diskriminierung. Aber es ist immerhin, kommen sie zumindest in meinem Streamingdienst schon. Das ist ja schon mal ganz gut. Und hier bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, dass wir gleichberechtigt sind zwischen der Herrenmannschaft und wir. Also da, wir gucken uns auch gegenseitig bei den Spielen zu und feuern und an. Die diesjährige Handball-WM der Damen ist für den Memminger Handballverein weitaus mehr als ein großes Sportereignis. Die Hoffnung besteht, dass Handball und Frauensport an Aufmerksamkeit gewinnen. Weil wenn es eine packende WM ist, spannende Spiele, gute Stimmung, dann hat das natürlich positive Auswirkungen auf den Handballsport. Und in dem Fall dann auch positive Auswirkungen auf uns, auf den Verein, dass eventuell Zulauf kommt. Dass eine erfolgreiche WM zu mehr Interesse am Sport führen kann, zeigt auch die Vergangenheit. Zumindest die der Männer. Denn 2007 konnten sie den Titel nach Hause bringen. Da war ja mit dem Sommermärchen, mit den Handballern, den Herrenhandballern in dem Fall, ein großer Zuspruch und auch ganz viel. Also da hat das Land ja auch mitgefiebert. Da kam ganz großer Zustrom. In den letzten Jahren, vielleicht auch aufgrund der Pandemie vielleicht auch, ist so der Vereinssport ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und es ist halt immer noch ein bisschen eine Nebensportachse, also es ist kein Hauptsport. Für die WM dieses Jahr erhofft sich der Co-Trainer der Memminger Handballerinnen, die deutsche Mannschaft im Viertelfinale zu sehen. Je erfolgreicher die Frauen spielen, desto größer wird auch das öffentliche Interesse sein.
Davon ist man hier überzeugt. Und so könnte das Turnier ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Anerkennung für die Handballfrauen sein. Eine Anerkennung, für die sie seit Jahren kämpfen. Wir müssen technisch anders spielen, kommen aber schon immer näher an die Männer heran. Und das merken auch die Zuschauer. Wir haben jetzt hier auch in der Halle immer mehr Zuschauer, auch bei den Frauen spielen, also wenn wir spielen. Und ich glaube, das muss sich so langsam entwickeln. Ja, da kann man nicht so viel machen. Man muss einfach präsent sein, dafür werben. Und präsent sind sie und wollen es auch bleiben, egal wie die WM ausgeht. Und vielleicht werden dann irgendwann auch die Spiele der Damenmannschaft im Fernseher ausgestrahlt. Das hofft auch der Trainer der Memminger Handballerinnen, Maximilian Bürk. Mit unserer starken Bundesliga, die wir haben, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, müsste meines Erachtens nur die Medienvielfalt tatsächlich da ein bisschen zugreifen und sagen, wir können den Sport tatsächlich auch einfach zeigen. Und so groß der Ärger über manche Ungerechtigkeit auch ist, für die Memminger Handballerinnen und Handball steht der Spaß im Fokus und der Wunsch, Menschen für die Sportart zu begeistern. Egal ob als Fans oder Teammitglieder. Und wer weiß, vielleicht lockt die WM ja dann doch auch ein paar sportinteressierte Frauen oder Männer in die Memminger Hallen. Ja, willkommen sind auch Helferinnen und Helfer für eine ganz besondere Weihnachtsaktion. Seit 20 Jahren verteilt die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica Geschenke mit Herz. Auch dieses Jahr wieder. Mehr dazu sehen Sie gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Holen auch Sie sich die Natur in Ihr Zuhause. Mit unserem barrierefreien Bungalow in Holzbauweise. Genießen Sie das Gefühl von Geborgenheit und die natürliche Wärme. Gesund und energieeffizient leben. Clever, günstig wohnen. regio-systemhaus.de. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu. Seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Über 100 Jahre Erfahrung für Betonerzeugnisse höchster Qualität. Zeitlos. Hochwertig. Innovativ. Wir bringen Außenflächen formvollendet zur Geltung. Mutzel. Weihnachten. Zeit für große Glücksgefühle. Neben Plätzchen backen und Geschenke besorgen, darf ein kleiner Vorgeschmack aufs Fest nicht fehlen, oder? Dafür gibt's jetzt die Los-Adventskalender von Lotto Bayern. Mit verschiedenen Motiven. Für Lose zum Aufreißen oder Lose zum Rubbeln. Da ist für jeden was dabei. Welches Motiv? Welche Lose? Du hast die Wahl. Momente voller Glück. Lose und Kalender gibt's nur in deiner Lotto-Annahmestelle. Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand. Allgäu-Mail. Die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail. Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel- und Salzschäden? Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinahl.de. Das Allgäu bedeutet für mich Heimat, Freizeit und Kultur. Vor allem der hohe Freizeitwert hat für mich eine riesen Bedeutung. Neben Wandern, Skifahren hat vor allem das Vereinsleben für mich sehr, sehr viel Spaß. So tanze ich zum Beispiel seit 17 Jahren im Ronsberger Faschingsverein und davon die meiste Zeit eigentlich mit denselben Mädels, mit denen man auch sonst sehr, sehr viel Spaß haben kann. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Ich wette, nein. Diese Frage beschäftigt aber nicht nur Sie und mich, auch die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica stellt sie sich jedes Jahr wieder. Antwort gibt die Aktion Geschenk mit Herz. Weihnachtspäckchen werden bei dieser Aktion aus Kaufbeuren an bedürftige Kinder in Osteuropa verschickt.
Um das möglich zu machen, braucht es eine frühzeitige Planung und viele fleißige Helferinnen und Helfer, wie Tobias Krüger und Peter Böhr erfahren haben. Ein Geschenk mit Herz. Oder besser gesagt, viele Geschenke mit Herz. Diese stehen noch bei der Hilfsorganisation Homedica in Kaufbeuren-Neugablonz. Bald sind sie aber auf dem Weg in osteuropäische Länder wie zum Beispiel die Ukraine, Moldawien oder Rumänien. Dort sollen die Päckchen als Weihnachtsgeschenk bedürftigen Kindern eine Freude machen. Damit die Aktion gelingt, braucht es für Leiterin Roswitha Barner-Gutsche vor allem zwei Dinge. Wahnsinnig viel Herz und wahnsinnig viel Aufwand. Also ich bin ja die Aktionsleitung und wenn man sich hier in der Halle mal umschaut, die ganzen Ehrenamtlichen, die da jetzt ihre Zeit opfern, um hier die Päckchen zu kontrollieren. Es geht aber schon los mit den ganz vielen Menschen da draußen, die 70.000 bis 80.000 Schuhkartons in die Hand nehmen, liebevoll bekleben und dann mit ganz viel Liebe füllen und die dann in der Sammelstelle abgeben. Und dann kommen die ja hierher mit den vielen Fahrern, ehrenamtliche Fahrer, die wir da haben. Und die dann eben auch ihre Zeit opfern bzw. widmen für unsere Aktion. Die Pakete werden unterschiedlich befüllt, je nach Alter und Geschlecht der Kinder. Was alles hinein muss, verrät eine Packliste. Stifte, Schulblock, warme Kleidung, Hygieneartikel, Spielzeug, Süßigkeiten, Zahnbürste und Zahnpasta und ein Kuscheltier. Alles in einen Schuhkarton und schon ist das kleine Weihnachtsgeschenk fertig. Obwohl sie hier in Neugablonz von Päckchen umgeben sind, würde man sich sogar noch mehr wünschen. Eigentlich gibt es immer zu wenig Päckchen. Also unsere Projektpartner wünschten sich eigentlich um die 90.000 Weihnachtspäckchen, die sie verteilen könnten. Wir haben jetzt, kommt immer darauf an, was bei uns in Deutschland los ist. Das kommt auch immer darauf an, was bei uns in Bayern los ist. Wir tippen, also die Hochrechnung ist dieses Jahr wahrscheinlich so bis 70.000 Päckchen. Also fehlen uns letztendlich wieder 20.000. Und eigentlich ist es immer zu wenig. Also normalerweise könnte man noch viel mehr Gutes tun. Das können wir einfach nicht steuern. Wir können ganz viel Werbung machen, wir können für die Aktion werben, aber es liegt halt an jedem selber, ob er dann noch die Möglichkeiten und Kapazitäten hat, eben ein Päckchen zu packen. Um die vielen Päckchen transportbereit zu machen, braucht es viele helfende Hände. Die haben sie hier in Neugablonz. Etwa 400 bis 500 eingetragene Helfer packen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit an. Ich freue mich jedes Jahr immer wieder, dass ich hier ganz viele Ehrenamtliche sehe, die sehr gerne auch hier die Päckle packen. Und es sind, man sieht ja jetzt, also wir haben ja die Stationen voll und die einfach, und wenn es nur für 3-4 Stunden ist, viele bleiben auch wirklich bis, ich habe Samstagabend auch Dienst gehabt, also die bleiben auch wirklich bis 20 Uhr. Und dann sagen sie immer, Mai, was soll ich daheim, ich bin eh alleine. Und was vermehrt jetzt dazu kommt, wir haben Firmen-Events. Also wir haben zum Beispiel den 4. Dezember, da sind wir völlig ausgebucht, weil da eine Firma mit ihren einzelnen Abteilungen kommt. Vom Engagement der vielen Freiwilligen beflügelt, kann man sich bei Homedica sogar noch weitere Aktionen vorstellen. Also ich könnte mir gut eine Osteraktion vorstellen, ich könnte mir auch gut so ein Gesundheitspaket vorstellen, dass man hier irgendwie was macht, in dem Körperpflegeprodukte drin sind, dass man auch aufklärt an den Schulen, an den Kindergärten, vielleicht auch einfach für die Ehrenamtlichen oder dass man einfach schaut, wie man einfach die Familien noch unterstützen kann. Bei Homedica freut man sich schon das ganze Jahr darauf, mit den kleinen Weihnachtspäckchen Freude und Hoffnung zu verschenken. Die Aktion Geschenk mit Herz ist für alle hier wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja, und uns wäre es eine Herzensangelegenheit, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Denn das war's für heute. Das waren die Allgäu-TV-Nachrichten am Mittwoch. Morgen geht's hier unter anderem um exotische Tierarten. Die tauchen auch im Allgäu immer öfter auf. Außerdem schauen wir, wie eine Kleiderkammer, ein Kino und Kinder aus der Ukraine zusammenpassen. Machen Sie sich einen schönen Abend. Bis morgen. Abheben. Im Skyhouse, der Trampolinpark im Allgäu. Und grenzenloser Spaß für die Kleinen im Lina Launeland. Die Indoor-Spiel- und Erlebniswelt im neuen Sportpark Waltenhofen.